Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist gerade 0.52 Uhr und wir erleben, glaube ich, den heftigsten Breakout des Bitcoins, den ich seit langem gesehen habe. Wir sind jetzt hier bei der Resistance wie Butter durchgeknallt, haben die One-to-One-Extension auch total easy geschafft und einfach unfassbar, was wir jetzt momentan für ein bullisches Momentum haben. Wir sind jetzt hier oben mittlerweile und was ich hier noch mit einbringen will, ist dieses Trade Knowledge, weil mich die Leute eben gefragt haben, wie man solche Breakouts tradet. Ihr habt gesehen, ich bin jetzt hier knapp 0,1 Bitcoin im Plus. Also 0, ja, über 0,1 Bitcoin schon im Plus. Wie man das macht, ist eigentlich ganz simpel und ihr könnt so euer Risiko total minimieren. Seht hier, wir haben hier wieder dieses Triangles. Triangles sind im Bitcoin einfach so akkurat die letzten Tage. Immer Triangles und dann im Breakout. Hier schon wieder. Hier haben wir das Symmetrical Triangle. Was ich gemacht habe, ihr seht die Resistance hier. Boom, hier hatten wir das Doppeltop, also habe ich hier mal die Resistance angelegt, dann habe ich mir den Preis angeschaut. Hier ist der Preis 8585, das heißt, ich lege einen Order rein auf 8590, gehe dann hier rein und dann müsst ihr hier auf BitMEX gehen, auf Stop Limit, ganz wichtig, auf Stop Limit, euer Quantity eingeben, Limit Preis, Stop Price, gebe ich immer beides mal das gleiche ein, sprich 5 Dollar über die Resistance Line und dann Set Buy Stop und auf alle Fälle dieses Close on Trigger weg. Wenn das weg ist, dann geht der Order instant rein und ihr könnt diese Kerzen perfekt mitnehmen, ohne Risiko. Wenn ihr zum Beispiel hier long geht, habt ihr noch viel mehr Risiko, weil es könnte auch nach unten ausbrechen. Hier, wenn wir hier durchbuttern, geht das mindestens noch hoch, weil die Resistance durchbrochen ist. Also das wollte ich nur mal kurz anbringen, weil das haben viele Leute, glaube ich, immer falsch gemacht. Deswegen wird der Order nicht getriggert. Also ihr müsst auf alle Fälle dieses Close-on-Trigger rausmachen. Generell gesagt, wenn ich den Order, glaube ich, gleich schließen, das sind jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 1000 Dollar oder so. Also wie gesagt, total easy eigentlich, diese Profits. Ja, wollte ich eigentlich nur mal erklären mit dem Close-on-Trigger. Wenn ihr das reinmacht, seid ihr eigentlich ziemlich auf der safen Seite. Ich weiß gerade auch nicht, was ich momentan noch sagen soll, weil ich habe, glaube ich, noch nie sowas Bullshit gesehen die letzten ein, zwei Monate. Auch die Altcoins drehen komplett durch. Ich bin total, ja, überrascht eigentlich. Bitcoin heute ganzen Tag wenig Power. Es sah dann hier schon ziemlich bullish aus, aber so einen Breakout hätte ich nie erwartet, Leute. Das sind jetzt knapp 500 Dollar, glaube ich, in Viertelstunde oder so. Richtig krass. Und ich werde jetzt gleich schauen, wo ich meinen Profit take. Und ja, wie gesagt, wenn ihr solche Breakouts trainen wollt, dann bitte immer eure Orders knapp über die Resistance Line legen und dann ist Go Time. Dann macht ihr unendlich Profit mit den Trades, weil die Kerzen nachschießen immer hoch eigentlich. Ich hoffe, das hilft euch weiter und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.